Also, wenn ich jetzt vor einer Woche gefragt werden würde, auf welche Spieler ich in meinem Kader auf gar keinen Fall verzichten will im Spiel gegen Leverkusen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Jan Sommer, Torhüterposition, Markus Thuram, weil das irgendwie schon zentrale Positionen sind. Der aktuell beste Torhüter nach dem Ausfall von Manuel Neuer in der Bundesliga und der beste Torjäger der Bundesliga. Markus hat ja seine Tore auch irgendwie komplett ohne Elfmeter erzielt. Ach, wir haben heute, ich habe gerade auf die Statistik geguckt, jede Statistik gewonnen, haben Laufdistanz hingelegt, die gab es seit Jahren irgendwie nicht mehr, über 121 Kilometer, hatten mehr Ballbesitz, hatten mehr Torschüsse, haben die Zweikampfquote gewonnen, hatten mehr Standardsituationen, hatten mehr Schüsse aufs Tor. Ja, leider ist die einzige Statistik, die zählt im Fußball, die Tore. Ja, und die haben heute mit 2-3 verloren. Ja, schwieriges Spiel für den Jungen. Ne? Ist ja nicht einfach, dann 3 Tage vorm Bundesliga-Start irgendwie reinzukommen und kein Testspiel mit der Mannschaft gehabt zu haben. Sicherlich keine ideale Situation. Ist schwer auch ihn zu bewerten heute, weil wenn ich ehrlich bin, ja, die ersten 3 Torschüsse von Leverkusen waren mehr oder weniger im Tor. Ich habe mir natürlich schon gewünscht, dass er dann irgendwie vielleicht mit den Jungs auch einen späten Ausgleich hätte feiern können, weil in den letzten Szenen sogar auch mit dem gegnerischen Strafraum und manchmal haben wir extra mit vorgeschickt, weil manchmal schreibt der Fußball ja irgendwie auch solche Geschichten. Es war ihm leider nicht vergönnt, aber Jonas ist ein guter Junge, ist auch total okay, dass er heute traurig enttäuscht ist irgendwie so und ja, fühle ein bisschen für ihn, dass sein erstes Bundesliga-Heimspiel hier im Borussia Park nicht in Punkte umnutzen könnte, aber wird eine gute Zukunft bei uns haben. Und ja, heute auf einen Torstand, ab morgen geht es wieder Richtung Augsburg. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir konnten die dritte Tor bekommen. Aber das ist ein wichtiger Unterricht für uns, dass wie können wir kämpfen. Die letzten 2 Tage war krank. Er hat keine Training gemacht mit der Mannschaft. Und heute war nicht perfekt. Deshalb haben wir ihn nicht von Anfang an gestartet. Aber ja, glaube ich, er ist dabei für Mittwoch. Und wir brauchen ihn.